Jetzt zeigt eine Studie schwarz auf weiß, hochdosiertes Omega-3 kann Schmerzen und Symptome bei Fibromyalgie deutlich verbessern. Ich selbst habe das ja auch so erlebt und ich spreche in meinen Videos ja auch immer wieder darüber, warum Omega-3 bei Fibromyalgie so wichtig sein kann. Wie ich das erlebt habe, erzähle ich später noch. In diesem Video zeige ich dir, was genau in der Studie untersucht wurde, wie gut die Wirkung tatsächlich war und worauf du achten solltest, wenn du selbst Omega-3 nutzen möchtest oder einfach wissen möchtest, ob es sich für dich lohnen könnte. Ja, und falls du das Video gerade nicht zu Ende schauen kannst, tipp einfach unten auf Speichern, dann findest du es später wieder. Ja, bevor wir uns die Studie anschauen, lass uns ganz kurz klären, was Omega-3 eigentlich ist. Das ist ein Fett, eins von den guten Fetten. Unser Körper braucht es, kann es aber nicht selbst herstellen. Und deshalb müssen wir es mit der Nahrung aufnehmen. Ja, und es gibt verschiedene Sorten von Omega-3 und die drei bekanntesten heißen ALA, EPA und DHA. Und ALA kommt zum Beispiel in Leinöl oder Walnüssen vor, es ist die pflanzliche Form. Aber wenn es um Schmerzen und Entzündungen geht, dann sind vor allem EPA und DHA wichtig. Denn auch bei Fibromyalgie können manche Schmerzen entzündlich bedingt sein. Und genau dabei spielen diese beiden Fettsäuren eine besondere Rolle. Die helfen dem Körper, Entzündungen zu regulieren. EPA und DHA kommen vor allem im Fisch oder in bestimmten Algen vor. Sie helfen, wie gesagt, bei Entzündungen, sie unterstützen die Zellen in ihrer Arbeit und sie beeinflussen sogar, wie gut wir schlafen, denken oder mit Stress umgehen. In meiner Omega-3-Beratung sehe ich übrigens sehr häufig Omega-3-Mangel und laut Norsan, das ist ein Anbieter für hochwertige Omega-3-Präparate, da haben im Schnitt sogar 9 von 10 Menschen einen Omega-3-Mangel. Umso wichtiger ist es also, sich genau anzuschauen, welche Rolle Omega-3 bei Fibromyalgie spielen kann. Auch wenn es oft heißt, dass Fibromyalgie keine entzündliche Erkrankung ist, gibt es Hinweise darauf, dass sogenannte stille Entzündungen und oxidativer Stress trotzdem eine Rolle spielen könnten. Zusätzlich natürlich zu anderen Faktoren wie einem gestörten Energiestoffwechsel in Muskeln und Nerven, der ja im Prinzip bekannt ist. Und genau bei diesen Prozessen, also bei stillen Entzündungen, bei oxidativem Stress und auch bei Energiestörungen, kann Omega-3 unterstützend wirken, denn es greift an mehreren Stellen im Körper ein. So, und jetzt schauen wir uns endlich die Studie an. An der Studie haben 120 Menschen mit Fibromyalgie teilgenommen. Die wurden nach dem Zufallsprinzip in 2 Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe, also 60 Personen, erhielt Omega-3 in hoher Dosierung und die anderen 60 Personen bekamen ein Placebo. Beide für 8 Wochen. Und weder die Teilnehmer noch das Forschungsteam wussten, wer welche Behandlung bekommt. Das nennt man doppelblind. Die Omega-3-Gruppe bekam jeden Tag 6000 Milligramm EPA und DHA. Das ist deutlich mehr, als man normalerweise nimmt. Wenn du schon Omega-3 nimmst, kannst du ja mal auf dein Produkt schauen, wie viel da eigentlich drin ist. Also das ist wirklich sehr viel mehr. Ja, vor und nach den 8 Wochen wurden verschiedene Fragebögen und Werte erhoben und die Forscher wollten wissen, wie stark sind die Schmerzen, wie ist die Erschöpfung, wie sehr ist der Alltag eingeschränkt und welche Auswirkungen, das ist auch interessant, welche Auswirkungen hat das auf die Magnesium- und Calciumwerte? Das wurde nämlich auch mit untersucht. Es wurden also vorher und nachher verschiedene Tests gemacht und Blut abgenommen. Und nun schauen wir mal, zu welchen Ergebnissen die Wissenschaftler nach 8 Wochen gekommen sind. In der Omega-3-Gruppe ging es den Teilnehmern deutlich besser als in der Placebo-Gruppe bei allen Beschwerden. Die sprechen davon signifikant, also wirklich deutlich. Die Schmerzen wurden weniger, die Erschöpfung war nicht mehr so stark und die Teilnehmenden fühlten sich insgesamt fitter und kamen mit dem Alltag besser zurecht als die Placebo-Gruppe. Ja, und auch die Blutwerte von Magnesium und Calcium sind gestiegen. Und das ist spannend, denn beide spielen ja eine große Rolle bei Muskeln, bei Nerven und bei der Energie. Und die Forschenden vermuten, dass dies hochdosierte Omega-3 zur Linderung von Fibromyalgie-Schmerzen beitragen könnte, möglicherweise durch die Erhöhung von Magnesium- und Calciumwerten im Blut. Die Studie hat mit einer sehr hohen Dosis gearbeitet,
So viel nimmt man im Alltag normalerweise nicht, aber die Ergebnisse zeigen, was möglich ist. Und genau das ist der Punkt. Omega-3 kann bei Fibromyalgie wirklich einen Unterschied machen. Solch hohe Mengen sollte man aber natürlich keinesfalls dauerhaft ohne ärztliche oder therapeutische Begleitung einnehmen. Macht das bitte nicht, denn mit steigender Dosis könnten bestimmte Risiken zunehmen. Also zum Beispiel bei empfindlichen Personen oder wenn Medikamente wie Blutverdünner eingenommen werden. Und deshalb empfehle ich grundsätzlich, den Omega-3-Status regelmäßig kontrollieren zu lassen, wie beim Vitamin D auch. Zum Beispiel mit meinem Selbsttest für zu Hause, der mir von einem anerkannten Labor zur Verfügung gestellt wird. Wenn du also überlegst, Omega-3 auszuprobieren, dann achte auf eine ausreichende Menge EPA und DHA. Und wenn du dir da unsicher bist, dann sprich mich an, ich unterstütze dich gern. Infos zur Omega-3-Beratung findest du in der Videobeschreibung. Achte auch auf eine gute Qualität. Schau gerne mal in dieses Kurzvideo rein, da bin ich da ein bisschen drauf eingegangen. Und was noch wichtig ist, nimm Omega-3 immer zu einer Mahlzeit mit Fett ein, denn Omega-3 ist fettlöslich, das braucht Fett. Am besten gehst du dabei so vor. Lass zuerst deinen Omega-3-Status bestimmen, zum Beispiel eben mit meinem Selbsttest für zu Hause oder bei einem guten Heilpraktiker oder Privatarzt. Über die Krankenkasse wird das in der Regel natürlich nicht angeboten, das muss man sowieso selbst bezahlen. Und anhand des Ergebnisses kann man dann am besten entscheiden, welches Präparat für dich sinnvoll ist. Ob du zum Beispiel ein Produkt mit mehr EPA oder mehr DHA brauchst. Ich selbst nutze übrigens die Produkte von Norsan. Den Link zum Shop findest du in der Beschreibung. Und wenn du möchtest, bekommst du dort auch einen Rabatt als Erstbesteller in Höhe von 15%. Ja, die Schwere des Mangels, die bestimmt letztendlich die passende Dosis. Wenn du, wie gesagt, Unterstützung brauchst, ich helfe dir gern. Frühestens nach einem halben Jahr solltest du den Status nochmal überprüfen, um zu sehen, ob du inzwischen gut eingestellt bist oder eben noch nicht. Das kann auch sein, dass das zwar passiert, aber dass es noch nicht reicht. Ja, ich habe übrigens auch eigene Erfahrungen mit Omega-3 gemacht und zwar sehr deutliche sogar. Früher hat sich mein Rücken oft komplett entzündet angefühlt, von oben bis unten. Besonders in Stresssituationen war es schlimm, als würde alles entzündet sein. So hat es sich angefühlt, als wäre der komplette Rücken entzündet. Das war schrecklich. Und da würde mich interessieren, ob ihr das auch kennt. Seit ich dann vor einigen Jahren mit der Omega-3-Therapie begonnen habe, da ist dieses Entzündungsgefühl komplett verschwunden. Ich habe das nicht mehr. Nicht, weil ich jetzt schmerzfrei wäre. Ich hatte ja vor anderthalb Jahren einen Lendenwirbelbruch, der musste operiert werden. Und seitdem gibt es Tage, an denen ich diesen Bereich, den operierten Bereich, deutlich spüre. Und genau da hilft mir dann übrigens mein Massagegerät. Aber das ist jetzt was anderes. Jedenfalls, das Entzündungsgefühl ist weg. Und was sich ebenfalls durch Omega-3 verbessert hat, ist meine Konzentration. Ich verliere zwar immer noch manchmal den Faden, aber heute finde ich ihn meistens wieder. Und das war früher anders. Du siehst also, Omega-3 kann viel bewirken. Und falls du auch schon Erfahrungen mit Omega-3 gemacht hast, ob nun gute oder schlechte, schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Ich lese alles mit. Für mich ist Omega-3 jedenfalls seit Jahren ein fester Baustein und ich finde es super, dass sich endlich was bewegt in der Forschung. Da hat sich einiges getan in den letzten Jahren, nicht nur in Bezug auf Omega-3. Und all diese neuen Ergebnisse zeigen, dass Fibromyalgie nachweislich keine Einbildung ist. Sie ist real. Klar, nicht jede Arztpraxis kennt diese neuen Studien schon, aber wenn man darauf hinweist, dann sollte man erwarten dürfen, dass man künftig ernst genommen wird. Und wenn ein Arzt heute noch sagt, Fibromyalgie gibt es nicht oder das ist alles nur psychisch, dann ist er schlicht nicht auf dem aktuellen Stand. Und für genau solche Situationen habe ich einen Praxisleitfaden erstellt, den du dir kostenlos auf meiner Webseite herunterladen kannst. Da musst du dich auch nicht registrieren oder sowas. Den Link findest du in der Videobeschreibung und dieser Leitfaden, der hilft dir dabei, dich auf Gespräche mit Ärzten gut vorzubereiten, in Bezug auf die Studien natürlich. Und du kannst ihn auch gerne weitergeben, wenn du das möchtest. Kannst es auch dem Arzt zur Verfügung stellen, der kann dann sogar die Links anklicken, wenn er die Datei hat. Ja, und in diesem Video hier, da spreche ich über die spannendsten neuen Studien, zum Beispiel zu Nervensystem und Immunsystem bei Fibromyalgie. Trotzdem, nochmal zu Omega-3, das ist natürlich kein Wundermittel, das ist klar, aber es kann ein echter Hebel sein. Gerade bei Fibromyalgie, da finde ich es wichtig, mehrere Maßnahmen zu kombinieren
Und darum geht es hier ja auch immer wieder auf meinem Kanal. Zum Beispiel in diesem Video hier, da zeige ich dir, was mir zusätzlich hilft. Vielleicht ist ja auch was für dich dabei. Bis bald.